Herzlich willkommen zu Tischtennis lernen. Heute bringen wir den Topspin auf das nächste Level. Mustafa, was haben wir vor? Wir haben vor, heute das Nachgehen zu üben. Also wir spielen den Eröffnungstopspin auf Unterschnitt und wollen den zweiten Ball diesmal spielen. Das kommt uns auf den zweiten an. Für das erste verlinken wir hier oben irgendwo auf der Seite euch das Video nämlich. Los geht's! Den Ball auf Unterschnitt spielen wir ja relativ nah am Tisch, damit wir ihn früh nehmen können, um etwas Druck zu erzeugen, trotz gleichbleibender Rotation. Das heißt, der Ball kommt auf, der hat eine Rückwärtsrotation, bleibt in der Ebene stehen. Wir eröffnen den Topspin und der zweite Ball kommt als Blockball. Der hat mehr Druck nach vorne, das heißt, er springt uns hier ab und wir müssten den Vorhandtopspin hier spielen. Wie ihr seht, ich muss schon meinen Körper sehr verdrehen, um den Ball hier spielen zu können. Unser Tipp dafür, den ersten Ball ruhig hier spielen und für den zweiten Ball einen halben Schritt nach hinten, damit wir den Ball hier in der leicht fallenden Phase treffen können, um den Ball jetzt mit mehr Druck, mehr Vorwärtsbewegung nach vorne spielen können. Oder wir treffen den Ball sogar am höchsten Punkt. Dafür müssen wir den Schläger aber geradezu senkrecht halten, über den Ball kommen, um die Rotation, den Druck erzeugen zu können. Dieser kleine Quick-Tipp zu diesem Thema ist jetzt auch wieder vorbei. Das meinen wir mit den nächsten Schritt gehen. Die eine Sache ist Technik lernen und die andere Sache ist dann, dass man einen auch weiter ziehen kann. Und die Betonung liegt wirklich auf mit Topspin ziehen. Genau. Eröffnung schön und gut, wenn man damit nicht direkt punkten kann, muss man halt nachgehen können. Und deswegen das Video dazu. Falls euch das gefallen hat, wie gesagt, immer einen Daumen hoch da lassen. Wenn was fehlt, gerne kommentieren oder Wünsche habt. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. Wenn es heißt, let's play Table Tennis. Wunderbar, Musi. Hast du wirklich phänomenal gesagt. Manchmal die Kamera Linse treffen.